So, herzlich willkommen. Ich kotze mal bei dieser Meldung hier ab. Kriegt mir mal Angst. Egal. Herzlich willkommen zurück zu. Ja! Einem neu groß angelegten. Ich gucke die falschen Filme. Neu angelegtem Projekt. Stichwort. Naja, Stichbuchstaben. MV. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst davor. Aber ich bin auch irgendwie geil drauf. Ich bin auch irgendwie ein bisschen, ne? Diese gewisse Feuchtigkeit ist schon vorhanden. Ne, kennt man so, wenn so, ne, so diese Kondensatoren anfangen auszulaufen und sowas. Ne? Die Feuchtigkeit meine ich jetzt natürlich. Ne? Also nicht das, was ihr jetzt dachtet. Also so einer bin ich denn auch wieder nicht. Also ich kann ja nicht jeder so krank sein wie meine Zuschauer. Wir reden ja hier immer in krasser Technik-Mod. Hallo? Direkt mal mein Niveau gesenkt. So, gehen wir noch zwei rein, damit wir auch mit der Tür gleich sind. Ein Knochen und Taler. Für plus auch, dass da noch eine Leiche aus dem Boden rausfällt. Sowas müssen wir mal hinzufügen. Obwohl, es ist ja quasi, ne, mit dem Knochen ist ja quasi Leichenteile. Von daher. So, die Scheiße machen wir hier weg. Geht gerade ein bisschen auf den Sack. Da ist ja noch mehr Sand. Was ist hier los? Hä, warum ist hier eine Schicht Sand? Komm jetzt mal rüber hier. Was ist denn da los? Sag mal. Warum ist hier drunter so komisch Sand? Ach nee, war davor auch schon Sand. Haben wir nur hier oben übermauert. Mit Stein. Hier war garantiert auch. Ne? Sand. Gut, bauen wir einfach mal ab hier. Ist vielleicht doch mal wieder ein Fehler. Irgendwie geht's hier. Alter! Irgendwie sieht es hier so aus, als wenn es hier ganz schön tief runter geht. Ich hoffe, es geht nicht noch weiter. Es geht einfach noch weiter. Weißt du, man darf einfach sein Maul nicht aufreißen. Da willst du einmal hier bloß Keller aufräumen und schon landest du hier quasi von einer, ne? In der nächsten. Oh. Ja. Ich habe dann schon die Stelle gefunden, wo wir den Durchbruch machen, ne? Geil. Ja, gut. Wir brauchen ja eh noch eine Verbindung. War zwar jetzt so eigentlich nicht geplant. Hier ist einfach noch mehr Sand. Ist der gleiche wie hier. Es hört einfach nicht auf. Mami. Hol ich auch noch eine Fackel hin, damit es ein bisschen heller wird hier. Schiff ist gleich kaputt. Jetzt kommt da auch noch Kies, oder? Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Ich breche gleich einfach ab. Ich wollte einfach mal so lange machen, bis wir hier, ne? Bis sie fertig ist. Aber das ist wieder dieses typische, wenn man Plan hat, dann kommt ins Spiel und sagt, fick dich. Scheiß Spiel, ich hasse dich. Kack, mein Test. Quatsch. Brauch einen Stecker. Immer ja damit. So, wir können noch mal ein bisschen hier wegsortieren, weil unser Inventar schon wieder ganz schön geflutet ist. Warum ist hier ein Stein? Sand. Wer weiß. So, du kommst noch da. Du kommst noch da. Du auch. Nein. Das will ich lieber hier entpacken. Da haben wir sogar schon 6 Stück davon. Momentchen mal. Ja, eben, dann kommst du aber auch da drüber hin. So. La. Wir brauchen echt bald neue Kisten. Wir brauchen mehr neue Kisten. So. Ihr kauft mal dieses komische Loch hier, hört hier bald mal auf. Sonst gibt's hier Keile. Sonst gibt's hier geile Keile. So.
Weil, weißt du, ich meine, ich kenne es ja, wenn hier so ein paar Sachen so direkt aneinander grenzen. Aber das war jetzt wirklich hier dreimal Sand, dann kam diese zweimal Zuckersand, dann ging es hier runter, hier war auch nochmal Zuckersand, dann kommt hier auch nochmal Kies. Es waren jetzt mindestens 8 Dinger direkt ineinander verschachtelt. Also, irgendwo hört der Spaß auch auf, ne? Apropos aufhören, ich glaube, es hört hier langsam auf. Yay, wir haben es geschafft! Woo! Geil! Oh, ich komme nicht mal hoch. Bäh. Ja, das war jetzt so ungefähr. Okay, geschafft. So, haben wir wenigstens, wie gesagt, später wenigstens gleich diesen Durchgang, ne? Für die Kabelanlage oder so. Okay, folgendes. Wir brauchen hier zuallererst, ja, Kabel. Das heißt, wir brauchen, Kabel, Plastik. Wir müssen auch garantiert neues Plastik machen, weil unser Plastik geht wahrscheinlich bald zu Neige? Fragezeichen. Ja, aber auch nochmal Plastik. Na gut, okay, nee, doch. Das geht noch. Hatten wir nicht massig Papier gehabt? Hä? Wir hatten doch massig Papier und kein Plastik mehr. Oder war es doch andersrum? Wo ist unser ganzes Papier hin? Hm. Interessant. Na gut, okay. So, das Kabel kriegen wir einfach direkt, indem wir das. Ach nee, okay, wir haben Plastik und brauchen Papier. Hallo? Ich habe noch in keines der Periode Kabel gesehen, bei denen die Isolierung der Adern auf Papier ist. Also ich weiß, es gibt uralte Kabel. Man hat früher so in der Anfangszeit der Elektronik, also so in dem Bereich, wo es noch Schwarz-Weiß-Fernseher gab und so, da gab es noch Kabel, die hatten keine Gummiummantelung, sondern die hatten tatsächlich noch ein geflochtenes Kunststoff, also wirklich so ein Kunststoffgewebe als Mantel. Aber auch das war schon Kunststoff, also Plastik. Aber Papier? Mir gerade ein bisschen fremd. Gut, ich meine, ist auch scheißegal. Wir haben da zum Glück massig Papyrus. Ist also technisch kein Problem. Es ist nur total verrückt. Also jetzt mal no joke. Also, da kann man hier auch mal mit tiefer Rede dem ganzen bisschen Nachdruck verleihen. Das geht ja mal gar nicht. Ja, genau das. Ey, ich glaube, ich rede das immer so. So klinge ich voll erwachsen und geil. Ey, Frau, ruf mich an. Wie ging das? Ich weiß nicht mehr, da gab es früher mal so ein komisches Lied. Irgendwas mit Baby, gib mir deine Nummer, denn ich habe meine verloren. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, das war, keine Ahnung, das singt eine Frau. Aber ich komme gerade nicht auf den Namen, geschweige denn von der Sängerin den Namen. Weiß ich gerade nicht. Aber ja, so ein Lied gab es früher. Ich bin also nicht der Einzige, der so bekloppt ist und so schlechte Wortwitze macht. Das ist ein gesellschaftliches Ding. So, wir haben 1200. Na, das sieht ja gut aus. Wenigstens eine gute Nachricht heute. So, machen wir erstmal. Achso, kriegen wir gleich 4 Stück mit einem. Gut, okay, dann machen wir erstmal nur ein Stack. Ja, das hat gut geklappt. Ein Stack und dann machen wir hieraus 4 Stacks. Und das passt dann erstmal. Dann schmeiße ich die restlichen 4 Blätter erstmal wieder weg. Was? Mann, nein. Erstens wollte ich sagen, ich schmeiße das Papyrus weg. Und zweitens natürlich nicht wegschmeißen, sondern hier reinpacken. Also, das mit dem Wegschmeißen war denn in dem Moment im übertragenen Sinne gemeint. So rum. Ja, aber vor allen Dingen halt Papyrus, nicht Papier. So, jetzt haben wir massig Papier. Jetzt brauchen wir bloß noch massig Kupfer. Aber Kupfer haben wir zum Glück ja auch noch ein bisschen.
Ja, das war jetzt Witz gemeint. Wir haben noch massig Kupfer, ich weiß. Aber wir brauchen später auch noch Bronze, haben wir gemerkt, ne? Wobei so viel Kupfer wie wir haben, ist selbst das kein Problem. Wir müssen halt nur gucken, dass wir irgendwann, ne? Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Genau, dass wir halt später noch Zinn brauchen. Aber ich sag mal so, wir haben eigentlich relativ viel Zinn. Wir haben hier 17 und dann haben wir hier nochmal 2 Stacks. Also das sollte eigentlich reichen. Das hier oben ist glaube ich kein Zinn, nee, genau, Stahl. Ja. Ja, egal. Komm. Wir brauchen einen Ofen. Weil, ey, ich freue mich schon auf den MV-Ofen, Alter. Der wird scheiße schnell sein. Ich meine, die sind ja schon schnell. Aber der ist ja noch schneller. Der ist richtig schnell. So, wir machen mal hier 5. So, so haben wir oben bereits Kupfer in den, also bereits fettiges Kupfer in der in den Ding. Ich merke gerade, die verhungern gerade. Haben wir schon Kupfer drinne? Bronze? Ja gut, 9 Stück. Ist jetzt nicht die Welt. Gut. Ich habe hier irgendwas in meine Backpacks gepackt. Ach, genau, die Brote. So war es mir nämlich auch. Sehr schön. Habe ich das gerade was, noch irgendwas anderes mit reingepackt aus Versehen? Nee, ne? Ne. Okay. So, der Öfen. Vor allem, ich bin mal gespannt, wie die Umrechnung ist. Also, ne, so ungefähr. Weil, ich meine, ne, LV, da haben wir jetzt, sieht man ja schon, so ungefähr so 1000 EU. HV ist dann aber gleich 100.000. Das heißt, alleine MV dürften dann schon so in der Größenordnung jeweils von 10.000 sein. Also wäre das auf jeden Fall schon mal ein ordentlicher Anstieg. Alter, man sieht halt einfach, wie schnell die Öfen einfach sind. Digga, die haben jetzt jeweils einen halben Stack bereit gemacht. In der kurzen Zeit. Digga, was geht mit denen? Was geht nicht? Ja. Ich bin schon echt auf den MV-Ofen gespannt. Der wird scheiße schnell sein. So, jetzt haben wir ein paar Kabel. Ich mache aber nicht gleich alles. Ich mach's mal so hier. Nein. Mach mal so, hier ist einfacher. Sondern ich mache erstmal nur 60. Ich mach mal 180. So. Und das soll dann aber reichen. Ich will hier nicht gleich alles verschwenden. So. Jetzt. So, und jetzt müssen wir aus dem weißen Kabel, also aus dem Niederspannungskabel, müssen wir jetzt Mittelspannungskabel machen. Da brauchen wir dieses komische schwarze Gummizeug. Achso, hier ist er. Rolatex und Kohlestaub. Na, das wird also. Das ist das, was teuer wird. Weil alleine für einmal Rolatex brauchen wir bereits 4 Baumstämme. Oder war das so? Ach nee, ah, stimmt gar nicht. Hierfür brauchen wir jeweils einen Baumstamm. Hä? Oder war es doch das hier? Ah nee, doch, okay, doch, genau, hier 4. Ja, ja, okay, doch, also doch 4. Ja, genau, das heißt also hierfür jeweils ein, brauchen wir schon einen Baumstamm. Ich glaube, wir sollten doch mal anfangen, hier Gummibäume zu züchten. Kann das sein? Da brauchen wir doch mehr als mir lieb ist. Also jetzt viel mehr als mir lieb ist. Haben wir nur für Gummibaum? Nee, ne? War mir so, als wenn wir das letzte irgendwie was gebraucht hätten und noch was beigehabt hätten. So, dann schmeißen wir das mal in die Säge, glaube. War das die Säge? Doch, das war die Säge, oder? Säge, Säge, Säge. Sägemeister, Sägemeister, ich bin ein Apfelkleister, was? Extra, nein, genau, doch, Grinding. Genau, in die Säge. Ab in die Säge mit dir. So, dann lassen wir mal grinden. Aua. Grinderman, Grinderman, eine Munde, Grinderman, Grinderman. Ah. Was?
Wie viel brauchen wir eigentlich? Wir brauchen für. Wir brauchen. Für ein Kabel brauchen wir zwei so ein Dinger. Und hier brauchen wir jeweils vier so ein Stück. Ah, nee, für sechs. Okay, das heißt, ungefähr für ein Kabel brauchen wir einen Baumstamm. Alter, ist das teuer. Ach, Kacke. Für ein einziges Kabelstück brauchen wir fast einen Baumstamm. Also das. Das, meine Lieben, das nenne ich mal teuer. Falls du gleich den ganzen Baum? Macht Sinn, ne? Ja, komm, haben wir wenigstens gleich ein Vorrat. So, der restliche Siebpacke schmeiße ich hier wieder rein. Schade, wie gesagt, müssen wir auf jeden Fall mal bald noch neue züchten. Haben wir von diesen komischen Baum Saplings? Ja, Gummibaum, 50 Stück. Na, holy moly. Dann pflanze ich die gleich mal irgendwo ein. Wisst ihr was? Unsere Weide ist ja gerade sowieso leer. Dann pflanze ich die einfach in die Weide. Dann haben sie Langeweile. Die werden ja auch extrem groß, ne? Mach mal lieber hier. Hier ist genug Platz. Und dann noch ein... Hier ist auch genug Platz. So. Wir können hier schon wachsen. Da stören sie keinen. Aber ich habe halt überall so viel Platz. Ich kann ja eigentlich überall. Ach so, siehst du, wachsen überhaupt oft. Die wachsen noch auf Zuckersand, oder nicht? Also zumindest haben wir unsere auf Zuckersand gefunden. Ich glaube, die brauchen... Also, ne, ich gehe einmal davon aus, dass die dann auch Zuckersand brauchen. Wenn wir die bei Zuckersand gefunden haben. Dann pflanzen wir die einfach mal da hinten auf der kleinen Insel. Da hinten, ne? Da hinten ist ja alles frei. Beziehungsweise hier vorne ist ja auch alles frei. Vor unserem vor unserer Mine. Dann pflanze ich da mal ein paar hin. So drei Stück oder sowas. Vielleicht auch gleich vier oder so. Weil die werden, wie gesagt, auch extrem groß. Also wir haben ja gleich mit einmal extrem viel Holz. Das muss man auch dazu sagen. Also, weil wir haben ja gerade mal zwei Bäume oder sowas gefällt. Und schon mehr als zwei Stacks davon von dem Holz. Die Dinger werden abartig riesig. Ich glaube, ich packe die... Oh, du kommst mal hier weg. Dich packe ich mal noch weiter weg. So, hier hinten so. So, jetzt sind die weit genug auseinander. Ich hoffe, jetzt werden die auch richtig schön scheiße groß. Das sollte passen. Und hoffentlich wachsen die hier vor hinten auch. Ne, weil es ja weit außerhalb unseres Sichtbereichs. Aber früher oder später, weil wie gesagt, dieses Gummi, ich meine, ihr seht es ja, wir brauchen einfach so unendlich viel davon. Da müssen wir schon ein bisschen vorsorgen. So, bist du fertig? Nein, noch nicht. Ach, meine. Ach komm, reicht jetzt. Hier, Feierabend. So, das müssen wir jetzt kochen, richtig? Ne, extrahieren. So, ich passe auch nur ein Stack rein. Ach. Das dauert aber. So. Siehst du, die Sachen gibt es ja auch alle als garantiert als MV-Geräte, ne? So MV-Extraktor und MV-Schleifmaschine und sowas. Und die dürften ja auch jeweils immer noch schneller sein. Ich bin schon so aufgeregt. Ja. Die Sache ist das Problem. Das einzige Problem ist, was wir jetzt irgendwie haben. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Ist, wir brauchen, um MV-Geräte anschließen zu können, brauchen wir einen Transformator, der quasi, wie gesagt, aus der Niederspannung diese Hochspannung induziert, ist falsch, transformiert. Und das Problem ist, normalerweise, bei echten Trafos ist es so, je größer die Nutzlast, desto größer die Eingangsbelastung des Netzes. Also, steigt Ausgang, steigt auch Eingang. Das heißt, ist Ausgang auf Null, ist der Eingang auch fast auf Null. Natürlich Verlustleistung, klar. Aber wenn die Ausgangsleistung komplett Null ist, ist die Eingangsleistung auch sehr gering. Das geht hier leider nicht. Sondern hier ist das so, wenn du einen Transformator hast, dann stellst du bei ihm eine feste Energiestärke ein.
Das heißt, du stellst jetzt, sagen wir mal ein, du stellst jetzt, weiß nicht, 10 Kilo EU ein, dann braucht der Transformator auch fest 10 Kilo EU. Egal, was dann gezogen wird. Er braucht immer fest 10 Kilo EU. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das dann am besten machen. Das heißt, wir werden den Transformator so einstellen, dass wir hier dauerhaft, weil wir haben ja 720 EU. Das heißt, wir stellen den Kasten einfach so ein, dass wir 700 ziehen. Dann haben wir quasi 700 EU für die Anlage da hinten. Und die restlichen 20, weil wie gesagt, diese 700 EU werden dauerhaft gezogen, egal was wir machen. Das heißt, wir haben dann für die Anlage hier bloß noch 20 EU übrig. Das ist zwar für alles viel zu wenig, reicht aber aus, um die Batterien aufzuladen. Das heißt, die Geräte laufen dann quasi immer nur noch über Batterie. Während die Anlage hier hinten, die hat dann halt die 700 EU, was für MV-Geräte auch wenig ist. Aber das reicht dann wiederum aus, um hier auch die Batterien aufzufüllen. Das heißt, unsere Anlagen laufen dann quasi die ganze Zeit nur noch über batteriegestützte Versorgung. Einfach, weil wir so verdammt wenig Strom beziehen. Eigentlich bräuchten wir, wenn wir richtig mit MV arbeiten, bräuchten wir eigentlich schon richtig heftige Generatoren. Also sowas wie große Solarzellen auf dem Dach oder, weiß nicht, so Thermieanlagen oder irgendwie sowas Heftiges halt, ne? Unser kleiner Planschbeck hier hinten, das ist ja eher so Witzfigur. Achso, da muss ich noch die Dinge ausdauern. Mach ich das jetzt gleich. Das Planschbecken hier ist ja quasi eher verarscht. Musste halt auch einfach mal so sagen. So, wo ist er jetzt? Da. So, dann packen wir dich mal. Schon wieder umgedreht. Warum dreht ihr denn immer um? Wenn ich mich jetzt umdrehe? Will er mich jetzt gerade verarschen? Vor allem, wieso hat er kein Netzwerk? Hä, wieso hat der auch kein Netzwerk? Hä? Warum haben die beiden hier hinten ein Netzwerk? Wassermühle? Die beiden hier vorne haben kein Netzwerk? Okay, da muss ich mal nachgucken. Das ist hier gerade ein bisschen, läuft hier gerade schief, gewaltig. Aber diese, guck mal, die sind doch angeschlossen. Ich laufe über die gleiche Leitung. Das heißt, normalerweise wäre es sogar noch viel mehr übrig. Das heißt, die 720 kommen alleine von zwei Wassermühlen. So, haben wir jetzt immer noch 720 oder haben wir es nur noch... Jetzt haben wir nur noch... Wow, okay, ja. Das ist mir auch schon aufgefallen, als ich mein Kraftwerk gebaut hatte. Irgendwie spinnt hier die komplette Anzeige. Teilweise wird jetzt was angezeigt, was gar nicht stimmt. Ja, jetzt läuft sie auch. Okay. Ah, jetzt ist sie auch richtig ausgerichtet. Sehr schön. Und jetzt laufen sie auch. Ist doch bekloppt, Alter. Leck mich doch am Arsch mit eurer Scheiße. So, hier klatschen wir gleich den nächsten Kack rein. So, jetzt brauche ich mein Replacement-Tool. Das Anpointen hier ist ja... Ach, leck doch am Arsch. Eine Wissenschaft für sich. So, wird doch einer. Hier, genau. So, perfekt. So, zu mit dir. Und hier wieder nachlegen. Wo bist du denn? Da oben. Na komm, mach ne. Ja. Genau. So, kann das Replacement-Ding wieder weg. Und wir gucken schon mal, was wir jetzt hier noch so brauchen. Also, MV, da brauchen wir nämlich eine ganze Menge. Zuallererst brauchen wir, wie gesagt, einen Transformator.
Transformator. Ja. Nein, das Ding hier, genau. Und damit können wir jetzt genau das Ding hier bauen. So, und da brauchen wir dotierte Silikonscheibe. Goldstaub. Ja, was wieder krass willst du verarschen, ne? So, Mann. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Niederspannungs- und einen Mittelspannungs-. Ja, ist ein bisschen seltsam, weil wir sagen, ne, aus dem Rezept könnte man denken, das hier ist nur ein Transformator zwischen MV und LV, weil hier nur Mittelspannung und Niederspannung ist. Aber man kann daraus tatsächlich auch, ne, zwischen MV und HV konvertieren. Ich meine, gut, geht im echten auch. Wenn du jetzt einen 6-Volt-Trafo nimmst und einen 12-Volt-Trafo, kannst du mit den beiden auch aus 230 Volt 460 Volt machen. Das geht auch im echten. Nur ist das für die Trafos, ich sag jetzt mal, nicht ganz so gesund. Also es funktioniert eine Zeit lang. Ja, vielleicht doch ein paar Stunden. Vielleicht. Aber sobald du auch nur eine kleine 460 Volt Glühbirne, wenn es sowas überhaupt gibt, keine Ahnung, anschließt, ich glaube, die Trafo brennt sehr schnell durch. Also die machen das nicht lange mit. Aber es geht. Ja. So, ach, hier brauchen wir auch wieder Gummi. Okay, also an sich es ist aber alles Sachen, die machbar aussehen. Okay, ist sogar das gleiche Rezept, nur dass wir hier verschiedene Grundmaterialien brauchen. Kohle und... Ja doch, es geht alles. Okay, gut, das heißt, das können wir... Können wir jetzt sogar eigentlich direkt anfangen mit... Kupfer und Stahl. Da brauchen wir 4 Stück von. Das heißt, wir brauchen... Wo ist denn das Kupfer hin? Achso, hier unten. Genau, brauchen wir hiervon 16 Stück. Dann brauchen wir noch 16 mal Stahl. Ich glaube, jetzt werde ich mir mal so eine Stahldinger hier einschmelzen. Wir brauchen gerade irgendwie mächtig viel Stahl. Fällt gerade mal so auf. Nummer 1 und Nummer 2. So, bist du dann mal fertig? Ja. 53 Grad mal. Obwohl, doch, kommt hin. Ja, eben. Wir hätten da vorher abgebrochen gehabt. Doch, das haut hin. Das haut vollkommen hin. So, jetzt. Wir brauchen das und wir brauchen noch diese komischen Plastikspur. Also diese weißen Dinger da. Wo das Draht dann aufgewickelt wird. Hier. So, davon bitte alles. Nein, das hat nicht funktioniert. Erstmal bitte hiervon alles. Da brauchen wir 8 mal, weil wir brauchen 16 Stück. So. Und jetzt hiervon alles. Da brauchen wir genau 4 Stück. So. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt brauchen wir einmal Kohlenstoff, Stahl, Barren. Ah, wir haben einmal. So, Stahlbarren haben wir. Und Kohlenstoff, Stahlbarren müssen wir mit Kohlenstoff dann noch machen. Ich krieg nicht mehr eine Macke. Genau. Kohlenstoff haben wir ja noch. Kohlenstaub haben wir in der Kiste. Brauchen wir 5 Stück von. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und jetzt können wir wieder alloyen. So, nein. Na da. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Na dann, alloy mal. Oh, wir brauchen schon wieder mehr, als wir haben. Na. Das ist aber nicht so gut. So, okay, das haben wir jetzt auch. So, dann brauchen wir dieses komische isolierte Zeug, was auch wieder Quatsch ist. Kein Trafo arbeitet mit isoliertem Papier. Also mit
Also, ne, also es gibt ja einmal dieses, also klassisch diese bunten Kabel, dieses, ne, kennt man ja, Kabel haben ganz viele Farben, weiße, grüne, blaue, lila, ne? Weil die Isolierung quasi buntes Gummi ist, also bunte Isolation. Früher war es irgendein Kunststoffgemisch, mittlerweile ist es fast nur noch PV. Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht lüge. Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendein Verbundstoff. Und, ne, also so wie das hier ungefähr aussieht. Aber sowas wird für Trafos gar nicht genutzt. Sondern für Trafos nutzt man tatsächlich lackiertes, also, ja, lackiertes Draht. In Fachsprachen auch Lackdraht genannt. Einmal. Was, wieso geht das nicht? Habe ich doch. Oh, nee, habe ich nicht. Ich habe zwar drüber geredet, aber es nicht rausgenommen. Danke dafür. Einmal. Und jetzt. Und noch einmal. So, jetzt haben wir schon mal die beiden Trafos. Jetzt gucken wir mal. Ach, Konverter. Wow. Gold haben wir noch einmal. Haben wir das sogar? Nee, das hatten wir in die Materialkiste gepackt. So, dann haben wir genau noch einmal. Passt perfekt. Dann dotierte Siliziumscheibe. Das klingt schon ein bisschen beknackter. Siliziumscheiben hatten wir welche gemacht, aber glaube ich nur so viel, wie wir auch gebraucht haben. Genau, da haben wir keine mehr. Dann machen wir mal. Ja gut, Goldstaub ist einfach grinden. Komm jetzt her. Mach halt her. Tran, nein. Konverter. So, ach so. Das Ding mit dem Zuckersand. Zuckersand und Kohlenstaub, ne? Ja. Kohlenstaub, zwei Stück. Und Sand. Oder, ach so, langsam, wenn wir ja schon voll hier. Ist ja hier. Ach, halt, ist doch Sand. Ha! Easy. Ja. So, gehen wir mal hier runter. Braucht man dafür wirklich noch? Ah, okay, wow. Ich dachte, es ist aus der Gruppe Sand. Aber nein, man braucht wirklich den rein normalen Sand. Wobei ja eigentlich der weiße Sand sogar noch besser wäre, weil der weiße Sand enthält mehr Silizium, soweit ich weiß. Oder einfach... Oder labe ich gerade Müll? Nee, Quatsch, das war nicht Silizium, was mehr ist, sondern mehr Kalk, glaube. Hm, gut. So, Sand. Haben wir zum Glück auch noch? 1, 2. Bläh. Einmal zu weit gedreht. Boah, Alter, das ist hier. Alter, du bist ja hier nur am Rumrennen. Jetzt aber. Hallo, was heißt das Geld? Okay. So, und dann brauchen wir noch Goldstaub. Die Folge hat jetzt schon komplett Überlänge. Haben wir noch Goldstaub rumzuliegen? Nein, haben wir nicht. Dann. Oh Gott, ich muss auch erstmal einmal Gold golden. Ja, von Gold brauche ich nicht gleich ein ganzes Deck, weil Gold brauchen wir wahrscheinlich mehr in der Rohform. Und deswegen wäre das. Mann, da unten. Verschwendung, das zu verschwenden. Puh. So, und das müssen wir jetzt, nein, das müssen wir jetzt auch wieder negieren. Yay, woo, so, das nächste Folge. Das werden ein paar sehr interessante Folgen, das wird eine sehr interessante Woche. Wow.